Freunde, ich kann es kaum glauben, aber der Juli ist schon wieder vorbei und ich habe die letzten Wochen einige spannende Produkte gesammelt und natürlich auch ein paar Produkte, die ich euch gerne nochmal zeigen wollen würde. Wir haben Monatsfavoriten, wir haben die Produkte, die ich in den letzten Wochen am meisten benutzt habe und ich hoffe, es geht euch gut und ich erzähle euch so ein bisschen im Laufe des Videos über die vergangenen Tage. Ihr habt es gesehen, am Donnerstag letzter Woche ist mein Launch-Video online gekommen und ich habe erneut mit Rivalhouse mir eine komplette Kollektion rausgebracht. Auf allen Social-Media-Plattformen werdet ihr in den nächsten Tagen immer mal wieder ein paar Sachen sehen. Auch in diesem Video sind natürlich ein paar Produkte drin. Jetzt kann ich sie euch natürlich endlich zeigen, aber zuallererst, danke reicht nicht. Die Flut an Nachrichten und Kommentaren und Liebe und tollen Worten und allem Möglichen hat mich wirklich sehr berührt. Ich habe damit nicht gerechnet. Es ist jedes Mal erneut wirklich super nervenaufreibend und dieses Mal natürlich noch ein ganzes Stück mehr, weil das Launch-Video zeitgleich mit dem Event, mit dem Launch-Event stattgefunden hat und ich irgendwie gar nicht die Möglichkeit hatte, in die Kommentare zu schauen. Ich bin am nächsten Morgen aufgewacht, habe alles gelesen und ich war einfach sehr, sehr glücklich. Vielen, vielen Dank, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Die Produkte sind ab 7.8. erhältlich und ich erzähle euch in den nächsten Tagen natürlich auch nochmal so ein bisschen mehr. Wir starten aber direkt mit zwei Produkten, die ich jetzt nicht benutzen werde, weil ich sie jetzt nicht benutzen kann. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. Aber ich muss sie mit reinnehmen, weil sie mir sehr, sehr gut gefallen haben. Ich habe sie im vergangenen Monat gekauft. Geht jetzt in Richtung Skincare und zwar von No Cosmetics, den AHA und PHA Peeling Cleanser. Ich habe ihn noch nicht verglichen mit dem von Isana, deswegen kann ich den noch nicht mit reinnehmen. Aber bis dato hat mir der sehr gut gefallen. Sehr mild, nicht zu aggressiv, er brennt nicht in den Augen, was sehr, sehr selten ist bei AHA und PHA Peelings bzw. Peeling Cleansern. Er nimmt, also ich nutze den nicht, um mein Make-up wegzukriegen. Ich habe mein Microfiber Multitool, ich habe mein Yepoda Oil und Foam, meinen Fenty Schaum. Aber der ist dann in der Dusche, um nochmal so eine letzte Reinigung zu machen. Und den lasse ich auch ein paar Minuten drauf. Sehr, 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 sehr gutes Produkt mit Panthenol, Phytoinulin und Aloe Vera. Beruhigt zeitgleich auch so ein bisschen. Und wie gesagt, er brennt nicht. Also große, große Empfehlung. Ich habe den von Isana noch nicht so ausgiebig getestet, von der Textur her fühlen sie sich aber sehr, sehr ähnlich an. Genauso wie eine Creme, die mir in den letzten Tagen sehr gut geholfen hatte. Ich hatte ja eine kosmetische Behandlung und hatte dann natürlich viele, viele Rötungen. Ich weiß nicht warum, No Cosmetics ist ja keine neue Marke, aber ich habe sie jetzt erst für mich so ein bisschen kennengelernt, weil ich war ehrlich gesagt immer so ein bisschen zu geizig für Drogerie, Skincare, so viel Geld auszugeben, habe aber dann das hier gesehen. Das ist die Hypersense Pink Power Cream mit Indirubin Panthenol Rapid Skin Improvement Anti-Redness Effect Formel. Das ist ganz spannend. Ich habe die noch nie irgendwo gesehen. Die ist ganz, 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 ganz leicht pink. Seht ihr, glaube ich, jetzt nicht. Und die ist nicht parfümiert. Die ist sehr, sehr, sie fühlt sich fast so ein bisschen silikonig an und hinterlässt auch so ein bisschen schmierigen Film. Ich benutze sie sehr, sehr gerne abends, denn ich habe oft das Problem mit der Creme gehabt, dass sie sich irgendwann so ein bisschen in Würstchen bildet. Unters Make-up würde ich sie demnach nicht geben, aber für abends ist sie genial, weil sie nochmal wie so eine Abschlusspflege ist, ein schönes Hautgefühl hinterlässt und ich weiß nicht, was da drin ist, aber es fühlt sich wirklich so an, als würde die Rötung so... man merkt, dass die Creme irgendwas macht. Vielleicht ist es auch nur Einbildung. Ich weiß es nicht. Aber es zieht so ein bisschen die Rötung aus dem Gesicht, ohne dass es irgendwie komisch sich anfühlt. Ganz, 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 ganz toll. Aber man muss halt wirklich aufpassen, weil sie schnell diese Würstchen bildet, wenn du irgendwas anderes drunter benutzt hast. Ich habe eine sehr, sehr ausgiebige Skincare-Routine. Da wird dann wahrscheinlich ein Produkt mit drin sein, was dann diese Würstchen mit dieser Creme bildet. Ich würde sie nicht vorm Make-up benutzen, einfach um sicher zu gehen. Ansonsten ganz, 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 ganz tolles Produkt. Wir starten mit dem Setting Spray. Das ist auch in meiner Kollektion. Und ich hatte es auf dem Launch-Event erzählt, dass das so ein bisschen der Whipped Cream Primer aus der ersten Kollektion als Fixing Spray ist. Den kann man natürlich auch wundervoll als Primer benutzen. Er braucht einen Moment, um dann einzuziehen. Jetzt hat er natürlich ein super schönes Glowy Finish. Der Duft verfliegt sehr, 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 sehr schnell. Und dann können wir gleich unsere Base mit draufpacken. Ich bin im Moment sehr auf dem Trichter von Glowy Make-up natürlich. Es ist nicht jetzt gerade erst, sondern generell trage ich das gerne. Aber das sorgt wirklich dafür, dass das Make-up richtig, richtig lange hält. Und unter Make-up und zwischendrin immer eine gute Sache. Probiert das gerne mal aus. Wie gesagt, ab 7.8. offiziell, manchmal ein bisschen früher,
manchmal ein bisschen später. Als Foundation, muss ich sagen, hat sich die Kat Von D seit dem letzten Video echt ein bisschen durchgezogen. Ich mag sie ganz, ganz gerne und benutze, und das wollte ich euch jetzt einmal zeigen, weil ich das natürlich nicht alles in das Launch-Video mit reinbekommen habe. Mit dem Pinsel könnt ihr auch Foundation auftragen. Und gerade bei so super deckenden Foundations ist das sehr gut, weil ihr, der ist ja nicht so kompakt wie ein Foundation Brush. Ein Foundation Brush ist ja immer so ein bisschen fester gebunden. Der ist eher für Puder gemacht. Aber wenn ihr so ein leichtes Finish haben wollt, funktioniert das sehr, sehr gut. Und gerade mit dem Fixing Spray funktioniert die Foundation gut, weil, ihr seht das, es hinterlässt halt so einen leichten Glow. Ihr könnt dann aber die Deckkraft super, super leicht auftragen. Ich gehe ganz leicht rein und trage mir alles richtig, richtig schön in die Haut ein. Es zersetzt sich nicht und es sieht ganz natürlich aus. Also, wenn ich jetzt nur die halbe Seite mache, ich hole euch gleich ein Stückchen heran, dann könnt ihr noch so ein bisschen Hautstruktur erkennen. Und wenn ihr vielleicht eine Foundation habt, wo ihr sagt, die ist mir zu trocken, benutzt das Spray vorher. Es legt sich wirklich wie so ein Film auf eure Haut, der die trockenen Hautschüppchen so ein bisschen runterdrückt. Und dann funktioniert das so, so toll. Ich bin auch ehrlich gesagt immer noch ganz baff von den ganzen Mäusen, die auf die Veranstaltung gekommen sind und mich supportet haben. Also auch nochmal da vielen, vielen Dank. Ich habe auch gerade schon die ersten Benachrichtigungen gesehen, dass die ersten Videos online gegangen sind. Habe ich tatsächlich noch nicht reingeschaut, mache ich aber jetzt übers Wochenende. Ist natürlich für mich immer ganz, es ist immer so ein bisschen komisch für mich, dann die Videos dazu zu sehen, weil für mich ist das alles so klar, aber die Mäuse, die die Videos hochgeladen haben, waren auch eigentlich, glaube ich, alle sogar auf dem Event und haben natürlich ganz viel mitbekommen. Deswegen vielen, vielen Dank für den krassen Support. Das Ziel dieser Kollektion ist es natürlich auch so ein bisschen verschiedene Produkte abzudecken, die ich sehr, sehr gerne mag und euch die Erklärung mitzugeben. Deswegen schaut euch unbedingt mein Launch-Video an, falls ihr es nicht gesehen habt, weil die Produkte und die Farben, gerade bei der Lidschattenpalette, die braucht ein bisschen Erklärung bei der einen Reihe zumindest, weil sie wirklich nicht als Lidschatten konzipiert war, sondern als Topper. Und letztes Mal war es ja auch so, dass dann Leute gesagt haben, hey, was ist das denn? Aber dann haben sie das Launch-Video gesehen, das nach deren Video kam. Und dann wussten sie, ah, okay, macht Sinn, na klar. Okay, Foundation, sehr, sehr gut und auch gerade mit dem Pinsel. Was ich total gerne mache dann, ich nehme denselben Pinsel, wo noch so ein bisschen Foundation mit dran ist und blende damit die Kontur aus. Das ist jetzt der von Kiko, den benutze ich immer sehr, sehr gerne. Dadurch habe ich aber A, ein viel natürlicheres Ergebnis und kann mit dem Pinsel perfekt ausblenden. Ich fokussiere den Druck hier so ein bisschen nach unten, blende dann punktuell aus und die Haare oben blenden ganz, ganz weich nach oben und kann dann so ein bisschen drehen und habe überall den perfekten Blend, ohne dass es fleckig wird. Ich liebe diesen Pinsel. Und ein paar Mal haben wir auch gesehen, ja, das war natürlich beabsichtigt, dass er dieselbe Farbe hat wie andere Pinsel. Einen kleinen Trick habe ich jetzt auch noch. Fokus heute wirklich so ein bisschen auf dem Fixing Spray, denn jetzt habe ich die Foundation drauf. Die muss man nicht unbedingt fixieren, was ich gerne mache, um einfach noch mal ein bisschen langlebiger die Foundation zu haben, ist einmal rauf, zwei Sprühe reichen, ihr habt keine Glitzerpartikel mit drin, ganz, ganz wichtig. Und das ist halt so schön, weil ich es jetzt euch erzählen kann, das Spray hat natürlich meine Make-up-Routine komplett verändert. Immer, wenn ich jemanden gesehen habe, auf einem Event, auf einer Veranstaltung oder auch manchmal, wenn ich Mäuse von euch auf der Straße treffe, die dann sagen, oh mein Gott, ich habe immer gedacht, du benutzt Filter auf deinen Videos, weil deine Haut halt immer so glatt aussieht. Aber dann sieht man das in echt und das Make-up sieht einfach so natürlich, aber trotzdem makellos aus. Und das ist die Kombination aus Foundations mit dem Spray und dem Fixing-Puder. Und dann hält das einfach den ganzen Tag. Ich weiß nicht, warum ich das Produkt mit reingenommen habe, aber, also, ich muss dazu sagen, ich bin ja so ein bisschen in meinem kleinen Make-up-Kosmos hier gefangen. Und ab und zu verliere ich Produkte in dieser dramatischen Schublade. Unter anderem dieses Ding hier von Clinique. Nichts Neues. Das ist der Black Honey Lippenstift. Sieht schön auf der Lippe aus. Hat so ein schönes dunkles Rot, aber damit ihr schon vorbereitet seid auf den Herbst. Der ist sehr, 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 sehr gelig, auch ein bisschen dunkel, ein bisschen kühl, aber wenn man da so einen kleinen, also wirklich den kleinsten Klecks Concealer mit reinmacht, hast du A, wieder diesen perfekten Ton, der zu deiner Hautfarbe passt und nochmal eine andere Textur. Und den setze ich mir hier mal drauf. Nur sehr, sehr zart, weil er so dunkel ist. Wieder denselben Pinsel. Das ist halt so ein Multibrush. Nur für so ein bisschen. Ich will
Also ich sehe gerade schon wieder so ein bisschen aus wie Schneewittchen, weil ich blass und müde und erschöpft bin. Wir sind literally vor 12 Stunden nach Hause gekommen. Da will ich einfach so einen Hauch, nur so ein bisschen drauf haben. Wir fixieren das Ganze aber gleich und da muss ich sagen, erstmal, wie krass ist dieses NAM-Namenvideo durch die Decke gegangen? Habe ich absolut gar nicht mitgerechnet, weil ich dachte, okay, das ist halt sehr nischig. Aber das ist das Wonder Finish Loose Powder und hat sich in den letzten Tagen wirklich so ein bisschen als mein Favorit herauskristallisiert. Ich klopfe ein bisschen ab und gehe hier einfach rüber. Das ist sehr, sehr fein gemahlen. Ich gehe jetzt noch nicht unter die Augen, aber das sorgt dafür, dass das Make-up, wenn ihr das mit so einem festen Pinsel mit reindrückt, richtig, richtig, richtig gut hält. Ist eine sehr gute Alternative, würde ich sagen, zu dem Coty Airspun Powder. Nicht unbedingt von der Langlebigkeit her oder von der Deckkraft her. Das Coty Airspun hat ja ein bisschen Deckkraft, aber vom Finish. Und wenn ihr das mit so einem Foundation Brush in die Haut reindrückt, dann habt ihr ein richtig weiches Finish. Unter den Augen habe ich es jetzt noch nicht fixiert. Da nehme ich nämlich noch ein bisschen was von dem, wie heißt die gute? Kat Von D. Und dann fixiere ich das. Bronzer ist im Moment so ein Ding bei mir. Also, ich muss es wirklich sagen, ich weiß nicht, wann ihr das Video seht. Ich habe eine Magnetpalette bestellt, weil ich meine eigenen Paletten jetzt machen möchte. Ich habe die Nase voll von hunderttausenden Produkten, die hier rumliegen, die ich immer mal wieder benutze. Und das war wirklich, das war ein Game Changer hier, dieses Produkt. Der Name Bronzer 3 Cold Nude, Nummer 3 Cold Nude. Absoluter Traum. Selber Pinsel wie vorhin. Einmal rein, abklopfen und dann nur hier punktuell. Blend das gleich so ein bisschen in die Augenbraue und hier in die Schläfen. Und gehe dann mit einem fluffigen Pinsel einfach rüber. Und hab schon so ein bisschen, es geht schon so ein bisschen in den Latte-Trend. Wir gehen einmal ganz grob, weil es jetzt schon wieder ganz schön matt ist, mit demselben Pinsel in den Skin Enhancer. Nur, also wirklich, ich will kein Highlight haben, ich will nur so ein bisschen Lebendigkeit wieder haben. Den zeige ich euch jetzt gleich als Lidschatten. Obviously sind ein Großteil der Produkte meine eigenen Produkte, sonst wären es nicht meine Produkte. Ich nehme den fluffigsten Pinsel, den ich habe, gehe hier unten in das Braun und blende das in die Lidfalte. Reicht. Mehr will ich nicht. Schon fast zu viel. Die Farbe ist extrem pigmentiert. Ich will nur wie so ein Bronzer-Touch haben. Blende das gut aus. Es soll wirklich. Also ich zeige euch jetzt meinen, oder einen, nicht meinen, sondern einen Alltagslook mit den Produkten. Und ganz kurz, das Lila, ich muss es dazu sagen, weil ich weiß, dass das Leute falsch aufnehmen. Das swatcht nicht schön. Ich bin ehrlich mit euch. Es swatcht nicht so schön. Auf den Augen ganz, 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 ganz anders. Und es ist die Grundlage wichtig. Ne? Wirklich. Ich will, dass ihr nicht dann dieses Produkt zu Hause habt und sagt, hä, was ist das denn für eine Farbe? Ich dachte, das sind lila Lidschatten. Ja, es ist ein lila Lidschatten. Aber der ist dafür gemacht, um ihn mit diesem Ton zusammen zu verbinden. Ihr habt einmal einen Topper und einmal die Base für den Topper. Und habt dann, schaut euch das an, mit richtig krassen lilanen Look. Ganz, ganz wichtig. Okay, ich blende nochmal. Ich bin so verwirrt. Ja, also das Wochenende liegt mir noch wirklich in den Knochen. Aber ich muss dazu sagen, also das, was Rossmann und die PR-Agentur dort auf die Beine gestellt hat, unglaublich, unglaublich, wie viele Details überall mit drin waren. Es war alles so perfekt und so wunderschön und ich kam an und ich war so überfordert. Ich bin von A nach B gerannt und wusste gar nicht, was ich als erstes machen soll, weil es waren so viele Eindrücke und ich hatte halt noch nie ein eigenes Event und ich war zwischendurch auch so, irgendwie ist es auch so ein bisschen, also ich habe mich so ein bisschen nicht fehl am Platz gefühlt, sondern ich war halt schon oft auf dem Event, aber mein Kopf hat nicht verstanden, dass das mein Event war. Und das war ganz, 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 ganz verrückt. Ihr seht es, ich habe die Farbe ganz leicht nur ausgeblendet, hinterlässt so einen schönen warm braunen Touch. Und jetzt nehme ich den Skin Enhancer, ich habe hier noch ein bisschen lila dran, gehe hier rein und trage mir die Farbe komplett aufs bewegliche Lid und habe einen so zarten Look, der perfekt für den Alltag ist. Und jetzt seht ihr, das ist super natürlich. Also ihr könnt mit der Palette ganz, ganz viele tolle, einfache Sachen machen. Und das will ich euch auch noch zeigen, weil ich gesagt habe, das Schwarz ist das krasseste Schwarz ever. Ich gehe einmal in das Schwarz rein, einen kleinen Pinsel, Liner. Mir fallen immer so viele Sachen ein, weil für mich ist das so. Für mich sind die Sachen mittlerweile selbsterklärend, weil ich die Sachen so lange benutzt habe. Wenn ihr das Spray benutzt und den Pinsel nass macht,
dann habt ihr ja wieder diese filmbildende Eigenschaft und dann bildet sich daraus wie ein Gel-Eyeliner, der so unglaublich lange hält. Natürlich nochmal ganz anders als so ein normaler Puder-Lidschattenliner. Und dann nehme ich das Braun und mache mir daraus einen braunen Eyeliner. Es funktioniert sehr, sehr gut. Also ich hoffe, dass durchkommt, wenn ich euch die Produkte erkläre, dass ich mir bei allem zusammenhängt, was gedacht habe. Ihr könnt durch dieses Spray einen. Ihr braucht keine Water-Activated Liner mehr, wenn ihr die Lidschattenpalette und dieses Spray. Ihr könnt jede andere Lidschattenpalette benutzen. Das wäre Quatsch. Und auch nicht korrekt, wenn ich sagen würde, nur diese Lidschattenpalette. Aber ihr sorgt dafür, dass alles super lange hält. Ein bisschen schwarz, ein bisschen braun, ein sehr natürlicher Liner. Und ich glaube, ihr seht, dass man sehr, sehr viele Sachen machen kann. Mascara Volume Million Lashes in Balm Brown. Absolute Lieblingsmascara im Moment für Braun oder Inbraun. Ganz natürliche Wimpern. Und ihr habt einen richtig schönen, süßen, bräunlichen Look. Eine Sache will ich noch probieren. Die habe ich noch nie probiert. Ich bin mir sicher, dass es klappt. Ich will es trotzdem probieren. Fixing Spray, flacher Pinsel. Wir nehmen den braunen Lidschatten. Den perfekten Braunton passend zu eurem Look als Lidschatten. Gehen wir noch ein bisschen in den hellen. Wow! Den Gloss rüber. Und das Herbst-Make-up ist bereit, ihr süßen Mäuse. Es war anders geplant. Ich dachte, ich zeige euch, ich rede mehr über andere Produkte. Es war eher geplant, dass ich euch einfach Monatsfavoriten zeige. Aber ich glaube, es ist wichtig und ich weiß, ihr habt dafür Verständnis. Ich bin super, super stolz auf meine Produkte und sehr dankbar, dass ich euch die Produkte so oft in der Woche erklären kann, weil am Ende ist es Make-up, aber man kann so viel mehr damit machen, wenn man einfach weiß, wie man es machen kann. Und ich liebe, liebe, liebe die Produkte. Freunde, vielen, vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Ich hoffe, es geht euch gut. Passt auf euch auf. Wir sehen uns am Mittwoch hier wieder. Fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.